Der Haierkurs kennt nur eine Richtung und das ist nach unten. Steht jetzt das Delisting an? Meine Meinung jetzt hier im Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer. Mein Name ist Lennart Marxen und Haier ist eine meiner größten Positionen in meinem privaten Depot und befindet sich auch in meinem Wikifolio. Haier war zudem die erste Aktie, über der ich auf meinem YouTube-Kanal gesprochen habe. Deswegen hat sie irgendwie auch eine besondere Bedeutung für mich und aufgrund einiger Nachfragen habe ich mich dazu entschieden, jetzt ein Video einzuschieben. Hier einmal der Blick auf den Kurs und das ist schon ein absolutes Trauerspiel. Es geht nur abwärts. Schaut man sich aber mal an, wie es anderen chinesischen Aktien geht, so relativiert sich meines Erachtens das Bild schon ein wenig. Hier einmal eingeblendet und relativ zu der Haier-Entwicklung Alibaba als eines der Dickschiffe, die auch besonders stark unter den neuesten Entwicklungen leiden, sowie der iShares MSCI China. Der hat sich etwas besser entwickelt als Haier, geht aber schon ziemlich klar in die gleiche Richtung. So die ganz große Underperformance von Haier kann man da nun auch nicht feststellen. Jeder, der chinesische Aktien im Depot hat, hat die Situation in China verfolgt auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei. Und allgemein ist die Stimmung nun gerade so ziemlich am Tiefpunkt, was chinesische Aktien angeht. Und ich möchte die Situation in China auch auf gar keinen Fall kleinreden, aber zumindest möchte ich einmal einen Auszug aus einer Rede von Xi zeigen, die meines Erachtens ein bisschen aufzeigt, dass die Berichterstattung nun doch sehr stark in die eine Richtung geht, nämlich sehr stark negativ über China. Hier einmal eine der meines Erachtens interessantesten Aussagen aus der Rede. Übersetzt auf Deutsch: Wir werden ein günstiges Umfeld für Privatunternehmen schaffen, ihre Eigentumsrechte sowie die Rechte und Interessen der Unternehmer im Einklang mit dem Gesetz schützen und das Wachstum des Privatsektors erleichtern. Wir werden das moderne Unternehmenssystem mit den charakteristischen chinesischen Merkmalen verbessern, den Unternehmergeist fördern und die Entwicklung chinesischer Unternehmen zu Weltklasseunternehmen beschleunigen. Wir werden die Entwicklung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen unterstützen. Mit der wichtigste Punkt für mich der letzte Satz. Es geht hier um die Unterstützung von kleinen, kleinst und mittleren Unternehmen. Implizit wird damit eben auch gesagt, dass die großen Unternehmen, und damit gehe ich vor allem von den Monopolunternehmen, also wie Alibaba und Tencent aus, dass es für die besonders kritisch wird. Xis Ansatz ist sehr stark ideologiegetrieben. Das heißt, er möchte im Prinzip den Wohlstand für jedermann, also für die breite Masse in China. Und tatsächlich finde ich eigentlich diese Regulierung von Alibaba und Tencent und so weiter inhaltlich gar nicht verkehrt. Eigentlich müsste man die westlichen Unternehmen wie Facebook bzw. Meta und Apple vielleicht auch viel stärker regulieren. In China wird das Ganze eben dann auf eine radikale Weise durchgezogen. Das heißt für mich aber nicht, dass ein Unternehmen wie Haier unter diese Großunternehmen fällt. Zum einen muss man sehen, dass Haier ungleich kleiner ist als Alibaba oder Tencent und zum anderen befinden sie sich in einem viel fragmentierteren Markt. Das heißt für mich als Resümee: Politisch gibt es hier keinen großen Gegenwind seitens Xi oder der chinesischen Regierung, eher im Gegenteil. Es sollen die Rahmenbedingungen geschafft werden, um Weltklasseunternehmen zu schaffen und meines Erachtens ist Haier bereits ein solches Weltklasseunternehmen. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt, den es in letzter Zeit noch so an Neuigkeiten gab. Das waren die Quartalszahlen von Whirlpool, also einem amerikanischen Wettbewerber, die ziemlich schlecht waren. Was für mich nur zeigt, dass Haier eben gerade Marktanteile gewinnt. Ich habe es in meinem letzten Video, das ich euch oben nochmal verlinke, ja bereits erwähnt, dass das eigentlich eine gute Chance ist für Haier, gerade mit operativer Exzellenz Marktanteile in dieser schwierigen Phase zu gewinnen und davon wird man dann in Zukunft profitieren. Wir müssen zwar jetzt die aktuelle Quartalsberichterstattung noch abwarten, aber ich gehe davon aus, dass dieser Trend eben weitergeht. Vielmehr, und das habe ich im letzten Video auch einmal erwähnt, glaube ich sogar, dass wir jetzt eine besonders gute Chance haben, dass Haier gut durch diese Krise kommt, weil sie nämlich im Bereich der energiesparenden Geräte den höchsten Marktanteil haben und genau diese Geräte sollten überproportional in dem Markt nachgefragt werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass Haier operativ weiter voll abliefern wird. Der dritte Punkt, der jetzt auch wieder diskutiert wird, ist: Kommt es zu einem Delisting? Diese Diskussion ist schon häufiger geführt worden. Ich halte sie für nicht besonders realistisch. Natürlich hat Haier einen gewissen Aufwand für dieses zusätzliche Listing, aber ich glaube, zum einen würde man ungern diese Privatanleger jetzt vergraulen wollen, in Anführungszeichen. Zum anderen würde wahrscheinlich auch die Cynex politisch
Zum anderen würde die Synex sicherlich auch mit Hire drüber diskutieren, das Listing aufrechtzuerhalten. Und zum anderen glaube ich, dass Hire früher oder später noch weitere Akquisitionen in Europa vornehmen wird. Und dann kann das Listing in Europa eben von Vorteilen sein. Deswegen alles in allem ist es zwar wirklich frustrierend zu sehen, dass der Kurs nicht vorankommt und auch das Volumen ist nicht besonders hoch, aber wir befinden uns eben auch in einer wirklich schwierigen Marktphase. Man sieht es in der ganzen Breite des Marktes, dass insgesamt die Kurse fallen, die Volumen niedrig sind, also niedrige Liquidität ist, dadurch hat man mehr Ausschläge nach unten und durch so eine Phase muss man dann eben auch einmal durchgehen. Das Wichtigste ist, dass man die Unternehmen, in die man investiert, es kennt, mit gutem Gewissen bzw. Wissen bei seiner Position bleibt. Ich zumindest für meinen Teil werde die Position halten. Ich überlege ehrlich gesagt sogar jetzt kurzfristig noch eine letzte Tranche zu kaufen. Am liebsten, wenn es nochmal einen weiteren Dip nach unten gibt. Und dann würde ich mich auch disziplinieren und nicht mehr weiter nachkaufen, weil die Position mir dann schon recht groß geworden ist. Aber ich kann mit dieser Position dann eben auch absolut gut schlafen. Mir macht es nichts aus, wenn wir hier noch ein paar Jahre warten. Aber ich glaube, wie gesagt, dass sich operativ das Unternehmen super entwickelt. Und in dieser Wartezeit werde ich dann eben mit einer Dividendenrendite von dann fast 10% vergütet. Damit kann ich dann ganz gut leben. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr zu der aktuellen Situation mit Hire sagt, wie ihr weiter vorgeht. Und ganz wichtig, beachtet den Disclaimer. Ich bin, wie erwähnt, auch selbst investiert. Das heißt, es kann hier Interessenskonflikte geben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch mal in die anderen Videos von mir reinschaut. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, macht's gut und ciao.